Ja, hallo und herzlich willkommen zu Star Stable Online, ihr Lieben. Ich bin hier immer noch bei den Kriegern und weiter geht's in den Quests. Wir wollen ja mal schauen, was uns Ash und Rocco noch so zu sagen haben. Ach, Daniela, Rocco will unbedingt, dass wir heute im antiken Kolosseum nach Krieger-Artefakten suchen. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Hey Daniela, würdest du für mich einen Brief zu Juniper bringen? Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das machen wir natürlich auch, aber zunächst einmal suchen wir hier die Artefakte. Huch, hier war wie so eine unsichtbare Wand. Ist immer noch hoch. Hoppala, hoppala. Ach, guck mal, brauchte ich gar nicht so weit weg. Zack. So, ein halbes Hufeisen haben wir gefunden. Eine Perle aus Glas. Ein uraltes Schmuckstück. Eine Scherbe eines Tontopfes. Und, ups, da war noch was. Also die sind hier überall, ne, wie ihr sehen könnt. Eine Pfeilspitze. Okay. Klettern können die Ponys aber gut. Nette Beute, das wird den jüngeren Kriegern der Herde gefallen. Man sieht sich. Na klar, sieht man sich. So. Dann wollen wir mal die Nachricht überbringen. Hoppala. Ui. Upsala, upsala. Ja, da werden wir wahrscheinlich dann doch einen sanfteren Weg suchen müssen. Können wir hier runter? Oder ging das hier auch nicht? Oh je, oh je, oh je. Da muss man sich auch erstmal orientieren. Ist sie jetzt hier auch gerade runter? Nee. Da wird die auch ganz schön verloren haben da. Naja, dann machen wir es anders. Dann reiten wir hier richtig halt runter. So, wie es sich gehört. Beziehungsweise gehen einmal hier runter. Huch, hoppala, hoppala. Langsam, 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 Pirate Girl. So. Also man kann schon wirklich viel mit denen machen, aber alles halt dann auch nicht, ne? Das ist dann doch ein bisschen riskant. So. Jetzt müssen wir Juniper finden. Das ist Willow. Hat mich das Zeichen ein bisschen verwirrt. Du besuchst mich, Daniela. Wie schön, dass du da bist. Entschuldige, ich lasse mich immer so leicht hinreißen. Ich schwebe heute etwas auf Wolken. Lasse mich vom Wind treiben und hänge vergangenen Zeiten nach. Typisch Mystikerin.
Ich gehöre allerdings nicht immer zu den Mystikern. Aufgewachsen bin ich bei den Kriegern, aber da habe ich mich nie zugehörig gefühlt. Als ich älter wurde, fand ich meinen Weg hierher und hier fühle ich mich seitdem zu Hause. Aber manchmal kommen mir Zweifel. Das Schwerste damals war, meine Schwester Ash zurückzulassen. Ich weiß, meine Schwester ist ausgerechnet das toughste Pferd unter den Kriegern. Gegensätzlicher geht es wohl nicht, aber so ist es nun mal. Seit ich die Krieger verlassen habe, ist unser Verhältnis sehr angespannt. Manchmal frage ich mich, ob es richtig war zu gehen. Was denkst du, hätte ich bleiben sollen? Folge immer deinem Herzen. Via, das habe ich getan und es hat mich hergeführt. Ich stehe knietief im Schlamm und spreche mit einer Grauwälderin. Und anders würde ich es auch gar nicht wollen. Wie ich sehe, bist du dir da genauso unsicher wie ich. Ich schätze, ich werde mir das niemals beantworten können. Ich muss einfach mit der Frage leben, welches Leben ich wohl geführt hätte, wenn ich da geblieben wäre. Oh, Daniela, du bist wirklich weise für dein Alter. Es fühlt sich so an, als wären unsere Seelen sich schon lange vertraut. Ich habe eine Idee, wie ich eine bessere Bindung zu meiner Vergangenheit als Krieger aufbauen kann. Seit du mir bei meiner Auseinandersetzung mit Ash beigestanden hast, vertraue ich dir. Würdest du mir wohl noch einmal helfen, meine liebe Grauwäldlerin? Danke, also der Gegenstand, den ich suche, fällt ziemlich auf. Ich kann ihn leider nicht selbst holen. Wir dürfen die Bereiche der anderen Herden nicht betreten. Viel Glück. Okay, dann werden wir das nachher mal machen. Jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich jetzt Juniper finde. Bist du Juniper? Nee, das ist Alda. Alda hat auch so nichts zu mir zu sagen. Ah, ich glaube, in die Richtung müssen wir. Das sieht recht gut aus. Ist halt noch alles sehr, sehr neu, ne? Und da muss man sich halt schon erstmal richtig zurechtfinden. Armer Juniper. So, jetzt sind wir richtig. Oh, ein Brief von Rocco? Vielen Dank. Ich frage mich, was diesmal drin steht. Wie hier. Okay, das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir einmal hier hoch. Hoch. Ich glaube, da werde ich zu den Kriegern wieder müssen, ne? Übrigens kriegt ihr hier überall auch tolle Sachen, ne? Also hier sind die Shops dann, wo ihr halt eben auch tolle Sachen bekommt, ne? Wenn ihr freundlich mit den Mystikern seid, bekommt ihr Sachen. Na, das sind hier so Schweifblumen. Ah, schaut mal, so können wir sie uns mal angucken. Geht natürlich hier nicht mit diesem Zaumzeug. Ich glaube, das ist nur für das mystische Pferd dann, ne? Aber das andere Set habe ich ja hier auch auf meinem Pferdchen mit drauf. Das habe ich übrigens auch, den Sattel. Könnte man auch nehmen. Nee, nein, 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 den habe ich doch schon. Können ja mal gucken, ob ich den jetzt hier mit habe. Nee, habe ich leider nicht. Da habe ich leider nur andere Sachen drin. Jetzt müssen wir hier einmal hoch. Das andere Gebiet wieder. Haben wir eigentlich hier sonst noch irgendwas, was auf der Karte irgendwie zu finden ist, wenn wir dann schon mal hier sind?
Da ist nämlich noch ein gelbes Fragezeichen gewesen. Bevor wir wieder zu den Kriegern zurückgehen, gibt es vielleicht noch mal interessante Sachen hier zu entdecken. Lasst uns doch einfach mal schauen. Jetzt muss ich nur mal schauen, in welche Richtung wir reiten müssen. Okay, links unten. Also, dann reiten wir in die Richtung. Und schauen doch mal, was es da für uns zu entdecken gibt. Manchmal ist es aber auch schwierig, ne? Dann gehen wir halt erstmal den Landweg. Hat uns aber auch weit zurückgesetzt, ne? So, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir eigentlich schon hier auf dem richtigen Wege. Kriegerwache, okay. Stehen bleiben. Weißt du, wo du bist? Das hier ist der Grauweltpass. Okay. Nur die Pferde, die die Welt da draußen ziehen möchten, dürfen hier durch. Manche von uns entscheiden sich dazu, die Wildwoods zu verlassen, um sich mit einem Menschen zusammenzutun. Manchmal gehen sie alleine, manchmal begleitet sie der Bärtige. Natürlich dürfen sie jederzeit zurückkommen. Trotzdem dürfen wir diesen Pass nicht unbewacht lassen, sonst glauben die Herden, sie könnten hier jederzeit raus und reinlaufen. Und dann würden auch die neugierigen Menschen hier herumschnüffeln. Das bringt mich zu der alles entscheidenden Frage: Wie ist das Passwort? Sesam, öffne dich. Ast, Blütenblatt, Hufabdruck. Ich bin ein Grauwäldler. Woher soll ich das wissen? Ich versuche das mal. Korrekt. Das hat schon länger keiner mehr gewusst. Ich lasse dich passieren. Man muss schon aufpassen heutzutage. Einige der Fohlen schleichen sich gerne raus, um sich im Dorf Zuckerstückchen zu mopsen. Gute Reise, Zweibeiner. Besuche die Wildwoods mal wieder. Okay. Und dann sind wir wo? Dann sind wir hier, okay. Na gut, ihr Lieben, bevor das Video jetzt zu lang wird, das nächste Mal, hier sind wir in Fearglove, ne? Seht ihr das? Wo wir hier sind? Fearglove. Auch nicht schlecht, wie die Welten sich doch zusammenfügen. Naja, damit, ja, hier nicht ein riesen langes Video sich zusammenfügt, kürze ich das Ganze hier jetzt mal ab und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es in der Geschichte hier weitergeht bei den Quests. Seid dann auch gerne wieder dabei und ich würde mich freuen, wenn ich euch dann gesund und munter wieder begrüßen darf. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich sage ciao, ciao.